Freunde, willkommen zurück auf der Italia. Heute heißt es blamieren, blamieren, blamieren für den Backson. Heute muss ich die Silageballen abholen auf unserem Feld, wo wir den Lohnauftrag angenommen haben. Und ja, ich habe mich kein Stück bewegt seit der letzten Folge, stehe hier immer noch und habe mal nachgeschaut, weil ich habe ja hier noch Silageballen und wir haben das Heu ja in der letzten Folge hier in die BGA eingebracht, damit der Hänger frei wird. Ich hätte ihn natürlich auch ablegen können, aber habe ich jetzt mal nicht gemacht. Und da ist mir aufgefallen, wir haben hier im Verkaufstrigger, Verkaufspreistrigger, aktuell bei Silage, na, wir sind bei 294 Euro, der, seitdem ich die Mod hier irgendwie drauf habe, ist gemessen 304 als Höchstpreis. Aber wenn ich hier in die Preisentwicklung gucke, sind hier 340 Euro als Höchstpreis angegeben. Und ich war am Überlegen, ob ich die auch noch in die BGA packe. Nein, das mache ich dann dementsprechend jetzt erstmal nicht. Die lassen wir erstmal in Ruhe und gucken mal, ob sich der Preis da noch ändert und verbessert. Jetzt machen wir uns erstmal auf den Weg zu Feld 53 rüber, um zu schauen, ob ich es hinbekomme, von Hand mit der Seitenkonsole auch Rundballen auf einen Hänger zu packen. Das mit der BGA hat ja schon ganz gut hingehauen, aber das waren Quaderballen, die nicht wegrollen. Und die Übung war vielleicht etwas einfacher als die, die jetzt folgt, glaube ich. So, man darf gespannt sein. Wieder eine Nacht und ja, Nebel ein Glück nicht Aktion. Ich fahre jetzt mal hier hinten rum. Ich glaube beim letzten Mal, als ich von Hand gestapelt habe, das war ja noch mit Tastatur und Maus. Das war auch nachts, ne? Ich muss ein bisschen aufpassen mit dem Ballenspieß, nicht, dass ich an so einer Lampe hängen bleibe. Das wäre ungünstig. Könnte ich hier schon abknicken? Wäre das eine Abkürzung? Mal kurz auf der Map gucken. Wo bin ich? Da bin ich. Nee, das ist keine Abkürzung. Nächste knicken wir ab. Ja, und dann nehmen wir den langen Weg. Okay. So, ich könnte mir das natürlich auch einfach machen. Ich habe da auch noch den Andersen stehen. Aber ich möchte das natürlich austesten, ob das hier auch alles gut funktioniert. Oh, hier hört man richtig die Stromleitung. Wo bin ich dagegen? Gegen die Stromleitung. Das ist mit Sicherheit eine richtig gute Idee. Mit so einem Ballenspieß. Oha, die Kurve ist ein bisschen eng für den Hänger hier. Krass. Ja, mit so einem Ballenspieß, ich mache den mal einen Ticken runter, in so eine Stromleitung zu fahren, das kann man mal machen. Aber auch nur einmal. So, muss ich abknicken oder ich glaube, ich kann auch hier oben durchfahren. So. So, hier könnte man abknicken, aber wir nehmen mal den Weg hier. Den sind wir, glaube ich, noch gar nicht gefahren. Weil hier kann man dann nämlich auch nach links wegbiegen. Und dann geht es hier über den Feldweg nämlich weiter. Ja, tagsüber hätte man jetzt eine schöne Aussicht. Nachts nicht. Und hier hinter ist, glaube ich, das Forstgebiet. Deswegen auch der Kran, den man dann auch nutzen kann, um die Baumstämme auf den Zug zu verladen. So, jetzt steigt langsam das Aufregungslevel hier. Weil da vorne ist das Feld oder die Wiese. Da wartet auch schon der erste Ballen auf uns.
Oh, die sind beide umgekippt. Muss ich dann erstmal richtig drehen. So, wo stelle ich den am besten hin? Das ist schon ein bisschen abschüssig. Ich glaube, ich packe den mal hier hin. Es erscheint mir noch einigermaßen eben zu sein. So, dann mal abkoppeln. Oh, jetzt würde ich mich gerne noch ein bisschen drücken, aber wir starten direkt rein hier. Hier liegt ja direkt einer vor uns, den nehmen wir uns gleich mit. Jetzt muss ich mal gucken, wie ich es am besten mache. So, erstmal ein Gefühl dafür bekommen. So, der Ballenspieß ist schon mal erstaunlich breit. Ich könnte mir natürlich immer zwei aufpieken. Ah ja, das ist schon mal ein sehr guter Anfang. So, dass ich auch nicht unnötig Platz verschwende hier. Ich weiß nicht, wie viel Platz ich auf der anderen Seite lassen muss. So, also erster Ballen ist ja schon mal 1A, würde ich sagen, oder? Das ist doch schon mal. Das war gut. So, dann schnappen wir uns da. Ja, den hier. Den nehmen wir auch hier so ein bisschen seitlich. Wo ist der Wagen? Da. Und dann gucken wir mal, ob wir den da jetzt neben bekommen, ohne den anderen wegzuschieben. Ah, noch ein Ticken nach vorne. Und eigentlich auch noch ein Ticken zur Seite, ne? So. Boah. Scheint mir ganz gut zu sein. Ja, sieht gut aus. So, hier lag doch einer eben direkt vor meiner Nase. Da. Ja, was sagt ihr? Also, wenn so ein Noob wie ich das hier hinbekommt mit der Seitenkonsole. Da müsste doch jeder von euch verleitet sein zu sagen, hey, dann brauche ich die unbedingt auch. Ich würde mal behaupten, die hat sich gelohnt. Jedenfalls für mich. Oh, das war das Gaspedal statt dem Rückwärtsgang. Ich bin halt echt gespannt von der anderen Seite dann, ob ich da noch genug Raum habe, um da dann noch mehr drauf zu packen. Na, zwei auf einmal. Traue ich mich zwei auf einmal? Ich will es mal ausprobieren. Mal gucken, ob ich das hinbekomme. Wobei, dann muss ich tatsächlich, glaube ich, mehr so anfahren, ne? So, dann nimm den mal hoch. Und eigentlich müsste doch. Da hinten müsste eigentlich auch noch irgendwo ein Ballen liegen. Ja, da. Wenn ich den jetzt so einigermaßen dichter dran bekomme, gleiche Höhe wäre ganz gut. Noch ein bisschen runter. Na, optimal sieht es nicht aus. Das sieht nicht optimal aus, weil da muss mehr an die Seite. Okay. Dann nochmal runter damit. Ups. Rückwärts bitte. Jetzt verliere ich beide. Okay. Ja, ich denke, ich werde wohl dabei bleiben, die einzeln zu nehmen. Da fehlt mir dann doch der Skill.
Ah, okay, das sieht besser aus. Gucken, ob wir die jetzt vernünftig drauf bekommen. Aber ich habe auch kein Gewicht hinten am Heck. Wahrscheinlich hebt mir der Hintern gerade ab. Ah, man konzentriert sich da schon. Das ist nichts mit so viel reden. Okay, sieht nicht ganz optimal aus, gebe ich zu. Aber wir lassen das jetzt mal so, da kommen ja noch Spanngurte dran. Hier an der Seite der. Da ist einer. Schnappe ich mir den als nächstes. Schüpp. Ja, nicht übermütig werden. Muss mich selber zügeln hier. So, vorne wird es dann, glaube ich, schwieriger. Jetzt muss ich schon mal von der Seite kommen hier. Ich glaube, ich stelle den schon mal dahin. So. Kriege ich dann noch einen dazwischen? Eher schwierig, ne? Ich gucke jetzt erstmal von der anderen Seite, ob ich das einigermaßen hinbekomme. Und jetzt testen wir mal. Den hier müssen wir jetzt erstmal drehen. Genau wie den dahinter. Und natürlich, eigentlich sollte man nicht mit einem Ballenspieß in einen Silageballen pieken. Das ist natürlich auch absolut klar. Aber ich habe jetzt nichts anderes, also nehmen wir den. Was ist das ein? Das ist ein geniales Feeling gerade. Keine Ahnung, ob man das nachvollziehen kann, aber das macht gerade richtig Spaß. Vielleicht lacht ihr mich auch aus, aber das ist gerade so richtig, richtig cool. So. Ja, zwei nebeneinander ist auf dem Hänger. Schwierig. Naja, mal gucken. Ich kann auch höher stapeln, ne? Mein Ziel ist schon, dass ich alle mitnehme hier auf Schlag. Dass ich nicht zweimal fahren muss. Boah. Stopp, stopp. Der fällt mir da sonst runter. Das möchte ich nicht. Ja, wenn jemand zufälligerweise zuguckt, der das Ganze beruflich macht, gerne mal Meinung abgeben. Ist das erste Mal, ne, so richtig hier stapeln mit Seitenkonsole und so. Schlage ich mich einigermaßen gut oder nicht? Wäre natürlich noch mal interessant, wie das mit so einem Greifer ist, ne? Da weiß ich gar nicht, wie würde der sich wohl steuern mit der Seitenkonsole? Muss ich mal austesten. Na, habe ich den. Gut, habe ich den nicht. Nee, lass den nochmal runter. Das gefällt mir nicht. So, besser. Wo ist mein Wagen? Da. Mein Wagen, mein Anhänger, meine ich. Ups, und da schiebt er dann einfach mal eben alles wieder hinten rüber. Sehr gut. So, ein bisschen schieben muss ich, sonst passt das hier nicht. So, ich hoffe, auf der anderen Seite fallen die nicht gleich alle runter.
Bis jetzt läuft das eigentlich ganz gut, würde ich meinen. Ach, guck mal, da hinten kommen noch viel mehr. Aha, ich dachte, cool, hier ist gleich Schluss. Ist ja super. Von wegen. So, next one. Oh, wäre ich ein bisschen übel. Wird es doch noch was mit der Farming Simulator League? Ich hole erstmal die da hinten. Ich habe lange nicht vorbeigeschaut bei der Farming Simulator League. Könnte ich auch mal wieder machen. Weiß gar nicht, wann. Hoppla! Oh nein! Ach komm! Naja, war klar, ne? Übermut tut selten gut, wird gleich bestraft. Nee! Kann ich den vielleicht auch. Wäre auch zu schön gewesen. Stopp! Bleib, wo du bist. Bleibst du liegen? Okay. Habe ich mir schön selbst ein Ei gelegt hier. Zu schnell um die Kurve gebraust. So, einmal hoch. Einmal drehen. Und das Ganze von vorn. Ah, ich glaube, das sieht ganz gut aus. So, den würde ich mir jetzt nämlich auch hier vorne in die Ecke packen. So, jedenfalls meine Wunschvorstellung. Ja, einer passt da wohl noch zwischen. Wie viel liegen denn hier hinten noch? Eins, zwei. Ja, nur die zwei. Okay. Dann ist ja gut. Jetzt mal schön weit unten oder weit oben? Weil da oben ist vielleicht besser in dem Fall, ne? Wenn ich den jetzt versuchen möchte, da ins Eck zu buxieren. Der müsste ja hier jetzt noch reinpassen, aber den stelle ich mal so mittig. Das hätte ich drüben auch machen sollen. Und dann gucke ich, ob ich die verbleibenden da jetzt draufstellen kann. Gott, das ist richtig cool. Also ich hatte ja gehofft, dass das mit der Seitenkonsole besser geht. Und ich das damit mal einigermaßen hinbekomme. Ich fand, mit der Maus wurde das auch schon immer besser, aber halt nicht so. Und vom Feeling her ist es ist was ganz anderes gerade. So, jetzt nur nichts runterschubsen da. Versehentlich. So. Ja, die standen da halt auch. Die stehen ja total schief hier auf der Wiese. Da muss man ja richtig gucken, von wo man anfährt.
Alter, das ist schon hohe Kunst. Also ich habe großen Respekt davor, wenn das jemand kann. Ist auch noch so ein Reh zwischen. Das amüsiert sich auch. Guckt dir den Horst an hier. So, vorletzter Ballen. So, den nutze ich jetzt für die Außenansicht. Und hier sieht man es, glaube ich, besser dann. Jo. Oh, ein schönes Bild. Backsound in Action. Aber, ach so, ja, es sind drei Spieße. Ich war gerade irritiert. Mit dem bisschen, das da so drin steckt, hält er das hoch. Aber der hat ja drei Spieße drauf. Dann macht das schon Sinn. Na, ich glaube, da stehst du ganz gut, wenn du da auch stehen bleibst. Jo. Na, was siehst du wohl? Mega, 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 mega. Kleine Anlehnung an Frau Zockersucht, der ich auch zwischendurch gerne mal zugucke. Also wer gerne mal Survival und auch andere Simulationen guckt, bei Frau Zockersucht auf YouTube vorbeischauen. Die hat immer ihr Mega am Start. Ich weiß, sie wird bei mir definitiv keine LS-Videos gucken, aber trotzdem, Grüße gehen raus. Auf Twitch ist sie natürlich auch. So, habe ich alle Ballen? Bevor ich jetzt ankoppel, gehe ich einmal kontrollieren. So, hier ist alles weg. Da hinten auch. Gut, so weit reicht die Taschenlampe gar nicht. Und da habe ich, glaube ich, auch nichts irgendwo im Gebüsch vergessen. Ist immer so eine Sache, ne? Dann liegt auf einmal einer im Gebüsch rum. Kurzer Check. Aber das sieht, glaube ich, gut aus. Wenn dann hier ganz hinten irgendwo in der Ecke noch, aber. Nee. Nee. Fantastisch. Ich habe es geschafft. Ich habe einen Wagen von Hand beladen. Wow. Okay, das muss ich erstmal sacken lassen. Cool. Na dann, ankoppeln. So, mache ich die Gurte von Hand. Geht gar nicht. Warum nicht? Ach so, falsche Taste gedrückt. Na klar, mit R. So, alle Spanngurte festziehen. Dass mir da jetzt auch nichts abhanden kommt. Das wäre ärgerlich. So, ladungssicherungstechnisch. Der hier ist gut. Das hier ist, naja. Der hier ist von hier drüben gut. Von der anderen Seite eher so, naja. Ja, muss reichen. Muss gehen. Oh, der ist eigentlich auch ganz schlecht gesichert. Achtet ja keiner drauf, ne? Gut, dann wollen wir mal rüber und abliefern. Ticken höher. Und nach unten, ne? Dass man nichts kaputt macht. So, jetzt bin ich gespannt, ob ich da rumkomme. Wir fahren am besten. Wir wollen ja zur BGA. Ja, wir fahren hier die Hauptstraße. Das ist schon mal schlecht. Wir fahren da drüben die Hauptstraße. Kommt da nämlich nicht rum.
Fahren wir hier rum. Ja, ein bisschen stolz, ne? Bin ich schon. Habe ich gar nicht mit gerechnet, dass das so gut hinhaut. So, darf man hier eigentlich durch? Ja, darf man. Okay. Bin immer nicht sicher, ob das eine Einbahnstraße ist. Nicht ganz so schnell, bitte. Ein bisschen ausholen, genau. Deswegen ist auch gut, dass ich hier so spät abends unterwegs bin, wo jetzt weniger auf den Straßen los ist. Und ich da mit dem großen Hänger hier auch mal so ein bisschen ausholen kann. Das war natürlich alles berechnet vorher. Alles so eingeplant. So, dann bin ich gespannt, wie viel Ballen wir abgeben müssen und wie viel ich behalten darf. Die letzten Male ist da ja schon ein bisschen was abgefallen. Ah, passt das? Jo. Und das darf sich natürlich gerne maximieren. Aber ich fürchte, bei der kleinen Wiese wird nicht ganz so viel übrig bleiben. Da hatten wir in der Vergangenheit tatsächlich auch schon größere Flächen. So, hier nochmal ordentlich ausholen, schön langsam rum. Und hier kommt jetzt die kriminelle Ecke. Ich hoffe, das passt. Kann ich das im Spiegel sehen, auch nur einigermaßen? So, andere Seite. Da sehe ich gar nichts. Aber sieht gut aus. Dann ziehen wir uns den Hänger hier mal so ein bisschen im 90-Grad-Winkel wie vorhin. Puh! Yippie! So, Spanngurte lösen. Na, einen noch. Einmal abkoppeln. Und weiter geht's, ne? Ein paar Minuten haben wir noch. So, die ersten Ballen können wir schon mal reinhauen. So, aber bei den Rundballen hier, mal gucken. Also die oben nehme ich jetzt einzeln runter. Bei den unteren schaue ich vielleicht mal, je nachdem, wie viel Prozent ich vom Auftrag dann schon erledigt habe. Probiere es auch mal mit zweien. Sind wir da schon? Ne, ticken müssen wir noch. So, jetzt. Zehn Prozent. Ein Ballen sind 10%. Dann sind 10 Ballen 100%, würde ich mal behaupten. Und dann sehe ich doch noch einige Ballen für uns. Ich sehe einen satten Gewinn.
Weil das sind ja schon ein gutes Stück mehr als 10, würde ich jetzt mal behaupten. Die kann man so schön hier abstreifen quasi. So langsam kommt so ein bisschen Übung da rein. Aber ich muss aufpassen, sonst wird da auch ganz schnell wieder Übermut draus. 31%. Drei Ballen sind 31%. So, dann gucken wir mal, ob wir die beiden hier zusammenbekommen. Oder nicht. Könnte schwierig werden. Da kommt dann auch der Schluck auf. Fantastisch. Uff. So. Jetzt nur nicht nach vorne kippen. So, in der Theorie müssten es jetzt 52 oder 53% werden. 52. Hoppla. Ja, da hing er jetzt irgendwie doch fest. Schnappen wir uns mal die beiden hier. Als nächstes. Schön langsam, damit es mich nicht umwuppt. Abneigen. Und langsam abziehen. Ja, perfekt. 72%. Dann machen wir nochmal so eine Zweierrunde. Jetzt ist er hinten übergekippt. Macht aber nichts, weil wird ja eh weggestellt. Na, das könnte ein bisschen steil sein hier, ne? Bisschen zu sehr von der Seite oder passt das? Ah, ne, das passt. Okay. So, ich muss mir noch einen anderen Platz für die Silageballen überlegen. Die müssen nochmal umgelagert werden, weil das Durchfahrsilo möchte ich als nächstes gerne nutzen. Und da liegen die ja gerade im Weg. So, sehr schön. 413 Euro zusätzlich verdient und die Lohndienstleistung abgeschlossen. Das ist doch sehr cool. So, jetzt brauche ich aber noch einen Platz. Wo packe ich die Ballen hin? Packen wir die hier drunter? Ich habe das jetzt als Unterstand benutzt für die Anhänger. Ich glaube, den Andersen, den kann ich dann jetzt aber auch erstmal zurückgeben, ne? Wobei, kommen da vielleicht noch mehr Aufträge in der Richtung? Können jetzt auf jeden Fall schon mal abschließen. 11.000 bringt der sogar. Guck mal, 11.649 Euro. Plus die 400, die wir eben schon bekommen haben, haben wir 12.000 schon mal gemacht. Und wir haben jetzt noch Ballen da liegen. Das ist doch auch super. Also theoretisch sollten die ja eigentlich hier runter, glaube ich. Ich würde sagen, das ist der vorgesehene Platz dafür.
Ich könnte die natürlich auch in das zweite Keilsilo hier stellen. Hier hinten. Dass ich die da erstmal reinpacke. Dann werde ich sie aber auch wahrscheinlich wieder umlagern müssen, ne? Also ich würde den Andersen jetzt noch nicht weggeben wollen, weil wenn da noch mehr Ballenaufträge kommen, das jedes Mal von Hand machen hier. Ich glaube, das ist zwischendurch immer mal ganz cool. Aber wenn man dann mehrere auf einmal annimmt, könnte es halt auch nervig werden, ne? Ja, ich pack die mal hinten in das Keilsilo. Da muss ich die anderen bei Gelegenheit da auch mal rüberfahren. Schon in der Ecke. Ja gut, da geht noch mehr an der Seite. Da geht noch mehr. So, besser. Und jetzt ist nämlich auch halb so wild, dass der da hinten runtergepullert ist. Und hier anfahren. Hoppla. Ah, den kann ich gleich drehen. Zack. Sehr gut. Und dann dachte ich mir, dass ich den jetzt nicht aufnehme. Nein, das dachte ich mir natürlich nicht. So. Und dann kommt der hier vor. Und so mache ich dann die Reihe da voll. Jedenfalls in meiner Vorstellung. Ja, und die anderen, die im Fahrsilo sind, die kommen dann da alle, einfach noch alle zu. Das mache ich vielleicht mal offline, offscreen. Wobei, wenn ihr Spaß an sowas habt, dann kommentiert gern. Und sagt, Flo, sowas wollen wir häufiger sehen. Jetzt bin ich auch daran interessiert, so ein Frontlader. Na, so ein Teleskoplader mal auszutesten. Hoppla. Ja, hier ist ein bisschen enger. Habe ich nicht bedacht. So, den Wagen machen wir noch leer. Ja, man wird sicherer. Hoppala. Ja gut, sowas passiert halt auch, ne, dass man da mal gegeneckt. So, the last one. Schön, 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 schön. Also das aus meiner Sicht ist das eine sehr erfolgreiche Folge. Ich weiß jetzt, es hat sich gelohnt, die Seitenkonsole zu nehmen. Damit lässt sich echt gut hier handeln.
Und mal absenken. Wir haben 5 Ballen on top dazu bekommen. Richtig nice. Nochmal 5. Und wie viel hatten wir da hinten schon liegen? Ja, der Auftrag ist erledigt. 12.000 Euro verdient. 3, 6, 12, 18, 24, wenn ich mich nicht verzähle. Das sind 12. Nee, Moment. 6, 12, 18, 24. Nochmal 24 Ballen. Nice. Okay, aber ich habe den Hänger da jetzt so doof stehen lassen. Das geht natürlich nicht. Den müssen wir noch kurz wegparken. Ich fahre gerade doof an. Wir fahren mal hier von der Seite an, dann stehe ich gleich richtig. So ist besser, glaube ich. Das ist meine Anhängerkupplung. Ich glaube, das könnte hinhauen. Das haut hin. Und dann kommt er wieder in Unterstand. Und jetzt heißt es warten auf den richtigen Silagepreis. 340 Euro will ich sehen. Ja, bei 330 werde ich auch schon schwach. So, das war doch heute mal was anderes, würde ich meinen. Das war sehr cool. Ich stelle mir den Unimog hier schon mal bereit, dass ich die anderen Ballen dann auch rüberbringe. Perfekto. Gut. Aber dann war es das für heute, Freunde. Oh ja, wieder über 40 Minuten geschafft. Super. Schon wieder bei einer Dreiviertelstunde hier. Ich hoffe, das hat euch gefallen. Die Stapel-Action. Ich finde, ich habe mich einigermaßen gut geschlagen. Kann man nicht meckern. Wir haben ein bisschen Geld verdient. Wir sind jetzt... Oh, wir sind wieder bei 115.000 Euro. Aber wir haben doch nur 12.000 verdient. Ach so, das Heu. Ist das schon durchgelaufen? Wie sieht das überhaupt aus in den Finanzen hier? Ganz viel rot. Es sieht sehr, sehr rot aus. Ah ja, verkaufte Gebäude. Ich hatte offscreen, ja, weil ich das Problem hatte mit dem Kalk, den ich nicht aus dem Unimog bekommen habe, hatte ich so eine Verkaufsplattform gesetzt für 1.000 Euro. Und da konnte ich den Kalk aber nicht abgeben, also habe ich sie gleich wieder verkauft. Hätte ich auch so oder so gemacht, weil was soll ich damit? Das war einfach nur, um den Unimog irgendwie leer zu bekommen. Verkaufte Ballen, 824 Euro und jetzt 10.000 Euro. Läuft doch. Lohndienstleistungsumsätze, ja, das haben wir auch hoch gesteigert hier. 148.000 im September. Das schaut ganz gut aus. Gut. 250.000 in den Miesen. Darf ich nicht außer Acht lassen, nicht vergessen. Das muss ja auch irgendwann abgezahlt werden. Wunderbar. Mit diesem wunderschönen Blick von der BGA auf der Italia verabschiede ich mich von euch. Danke euch fürs Zuschauen. Schreibt mir wie gesagt gern einen Kommentar, lasst gern einen Daumen da. Wenn ihr neu seid, gern ein Abo. Und dann sehen wir uns in der nächsten Folge wieder. Dafür werde ich aber die Zeit ein bisschen beschleunigen, dass wir dann wieder tagsüber haben. Danke fürs Zuschauen. Bis zum nächsten Mal.